Moin und herzlich willkommen zu einem neuen VGC-Part auf diesem Kanal. Ich habe ein neues Team dabei und zwar wieder ein Leihteam vom englischsprachigen YouTuber Berm. Ich packe euch mal seinen Kanal unten in die Videobeschreibung und rechts oben seht ihr übrigens auch die Team-ID. Das heißt, wenn ihr dieses Team auch mal ausprobieren wollt, sehr, sehr gerne. Ich habe das Team gesehen und ich dachte mir, ich will das unbedingt probieren, weil ich habe gesehen Regen, ich habe gesehen Pikachu und ich dachte mir, habe ich noch nicht ausprobiert. Also zumindest Pikachu in Karmesin und Purpur und Schwert und Schild hatte ich tatsächlich mal im Team mit Gigantamax Pikachu, aber jetzt noch gar nicht. Und ich dachte mir, komm, ich probiere das mal aus. Das Pikachu hat hier auf jeden Fall die Aufgabe, Damage auszuteilen. Es ist sehr, sehr offensiv investiert, also alles in Speed und in den speziellen Angriff. Und durch das Item Kugelblitz wird dieser spezielle Angriff tatsächlich noch einmal verdoppelt. Und damit kommt er schon auf einen ganz soliden speziellen Angriffsstat eigentlich. Er braucht natürlich trotzdem ein bisschen Support, weil er nicht so viel outspeedet, aber das kann man sehr, sehr einfach machen, indem man zum Beispiel mit Dragoran leadet, irgendwas fake-outet mit dem Pikachu und dann so einen cheeky Rückenwind rausholt und danach jede Menge outspeedet und eventuell Schutzschild, Ladungsstoß drücken kann oder auch Donner und Turbo-Tempo oder Donner und Steinhagel, um da irgendwie Fokusgurte anzuknacksen oder auch Lucky irgendwas zu flinchen. Also man hat dann relativ viele Möglichkeiten, wenn man dieses Rückenwind-Speed-Setup so ein bisschen hinbekommt. Zusätzlich haben wir natürlich auch ein Pelipper, was dafür sorgt, dass der Donner immer trifft im Regen. Ist natürlich auch eine schöne Sache. Und hat mit Rundumschutz natürlich eine Möglichkeit, einerseits den Ladungsstoß selbst abzufangen auf der eigenen Seite, aber auch mit Eissturm Speed zu supporten und natürlich auch mit dem Terra Boden irgendwie eine Möglichkeit zu haben, den Ladungsstoß komplett zu dodgen und dann vielleicht mit Eissturm oder so eine Möglichkeit hat, den Speed irgendwie direkt zu senken der Gegner. Also auch ein Supporter für dieses Pikachu. Zusätzlich haben wir dann noch einen Support Hutsasa, denke ich relativ klassisch. Das Einzige, was wir hier noch sehen, ist eine Terra Elektro. Ich weiß gerade gar nicht genau, wofür der da ist. Vielleicht auch, um vielleicht einen Ladungsstoß irgendwie noch besser zu tanken und dann nicht geparat werden zu können. Vielleicht ist das die defensive Idee. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Der ist, ja, ich würde sagen, relativ klassisch mit Pollenknödel, Pilzspore, Wutpulver und Schutzschild und hat eine Bulky Berry drauf. Dann haben wir noch ein Gyarados und tatsächlich diesmal kein Support Gyarados. Hat zwar Bedroher drauf, aber hat tatsächlich Drachentanz und synergiert dadurch natürlich einerseits wieder gut mit den fliegenden Mons, weil es sowas hat wie Erdbeben, um da irgendwie sich zu setupen und dann mit der Terra, ist keine Terra Boden, aber zumindest mit einem Erdbeben richtig Damage rauszuhauen. Und einerseits hat natürlich Pikachu Terra Flug, das heißt, da kann man auch eine Synergie schaffen, dass man vielleicht irgendwie Terra Flug drückt, Mogelhieb, Erdbeben oder so. Also man hat da so ein paar Ideen, um die man so ein bisschen drumherum spielen kann. Und dann hat man noch Eiszahn, um ja vielleicht auch nochmal fliegende Mons besser zu treffen und Kaskade. Dann haben wir noch ein Baojian, das natürlich wieder ein guter Supporter ist, vor allem für die physischen Mons, also für Gyarados und für Dragoran. Ich glaube, Dragoran, Baojian haben wir jetzt alle schon mal irgendwie gesehen, dass das eine sehr, sehr starke Kombo ist. Vor allem mit Turbo-Tempo bei Dragoran und dann noch dem Tiefschlag auf Baojian kann man jede Menge einfach ausnocken. Auch wieder ein relativ klassisches Set, würde ich sagen, mit der Terra Geist, um natürlich vierfach effektive Kampfattacken zu dodgen, aber auch um natürlich einen Mogelhieb irgendwie abzuwenden und dann einfach Eiskreise, Tiefschlag und Sanktoklinge und das Schutzschild zu guter Letzt. Ich blende euch hier nochmal ganz kurz den Pokepest ein. Das sind jetzt nicht so die super besonderen Sachen. Das ist alles sehr, sehr klassisch gebaut, also wirklich sehr, sehr offensives Gyarados. Sehr, sehr bulky Dragoran, also da sind jetzt nicht so die Spreads, die jetzt irgendwie auf gewisse Kalks irgendwie abgestimmt sind, aber das braucht man ja auch nicht immer. Also es gibt auch gute Teams, die einfach wirklich nur die 252 Spreads draufgehauen haben, so ist das jetzt in dem Fall. Und genau, ich würde sagen, wir versuchen jetzt einfach mal mit diesem Team ein paar Wins zu holen und vor allem Pikachu ein bisschen scheinen zu lassen. Bis gleich. So, wir sind im ersten Matchup und wir sehen ein sehr, sehr interessantes Team, das wir wahrscheinlich alle schon 100.000 Mal genauso gesehen haben, mit einem Espinodon, mit einem Dinglu, Flatterhaar, mit Pelifin, aka Delfinator, mit Hutsasa und mit Arcani. Okay. Ich sag so, Pikachu sieht jetzt nicht strong aus, aber ne, das Team ist um Pikachu gebaut, deswegen kommt Pikachu auch mit, würde ich mal sagen. Der kann irgendwas fake-outen und vielleicht den Rückenwind rausholen oder so, oder Icy Wind. Ich glaube, es ist wahrscheinlich eher der Rückenwind. Erstmal Turn 1. Wir haben auch die Brunosbeere drauf. Das heißt, wenn dann Hutsasa kommt oder ein Arcani und den erstmal verbrennen will, dann soll er das machen. Dann haben wir danach die Möglichkeit, einen leckeren Steinhagel rauszuholen. Tatsächlich haben wir allerdings die Multischuppe drauf und keinen Konzentrator. Das heißt, der Bedroher würde uns da ein bisschen zusetzen.
Ja, Regen. Ist die Frage, ob wir Regen wollen. Eigentlich an der Stelle eher nicht. Ich denke, wir holen unseren eigenen Bedroher raus. Und dann finde ich eigentlich Gian Pao noch ganz okay, weil wir natürlich mit dem Tiefschlag Flutterhawk ganz gut pressuren und auch sonst mit der Eisattacke ganz und der Kampfattacke ganz gut die anderen Mons abdecken. So, tatsächlich kriegen wir jetzt auch hier den Lead, den wir so ein bisschen erwartet haben mit dem Akani. Das Problem ist, dass natürlich unser Spezialangriff jetzt ein bisschen gesenkt wird. Aber wir können jetzt hier eigentlich... Wie schnell ist denn unser Pikachu? 156 Speed. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Wir könnten hier Mogelhieb drücken. Und Rückenwind. Oder Terran direkt. Ich denke, dass ich erstmal Mogelhieb drücke und Terra auf den. Weil ich das Gefühl habe, entweder kommt halt ein Schutzschild, das wir sehen, weil er vielleicht erstmal ja, irgendwas einsetzen will, um dieses Pikachu safe rauszunehmen. Und ich hätte mir auch ein Irrlicht vorstellen können. Was an der Stelle auch okay gewesen wäre. Und jetzt können wir uns überlegen, ob wir hier tatsächlich einfach... Haben wir ein Schutzschild auf Dragoran? Hätten wir. Wir könnten hier Terra drücken und einen Surfer. Und hier einen Steinhagel. Klar, unsere Multischuppe wird dann gebrochen dadurch. Aber wir würden dadurch einerseits natürlich guten Damage machen. Wir würden die Bodenattacke von Dinglu ein bisschen rausbaiten. Und wir können immer noch einen Flinch bekommen, was auch eine schöne Sache ist. Denke ich mal, dass es ein okayer Play ist. Bin jetzt sehr gespannt. Pikachu wird jetzt nicht unendlich viel Damage machen, aber ich denke trotzdem, dass wir vielleicht Akani two-shotten können. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich bin sehr gespannt, wie viel das macht. Nicht ganz, okay. Mit dem Steinhagel können wir den two-shotten. Aber natürlich mit Dinglu, der natürlich unseren Spezialangriff nochmal senkt, ist das natürlich ein bisschen weniger und da kommt Irrlicht. Das heißt, dieser Turn, er spielt halt ein bisschen passiv, das ist auch sein Lead, ne? Akani Dinglu, das ist ein passiver Lead. Und er hat uns jetzt verbrannt, aber wir haben halt hier die Möglichkeit, die Verbrennung direkt zu heilen. Und damit haben wir jetzt hier auch die Möglichkeit. Und der Frustdampfer geht ins Leere. Also genau der Turn, wie wir uns den so ein bisschen erdacht haben. Und das heißt, wir können überlegen, jetzt hier nochmal für Turbo-Tempo zu gehen. Aber ich glaube, es ist vielleicht wirklich einfach nochmal Surfer-Steinhagel. Weil es kommt nämlich ein Switch, genau. Der Flinch war mir jetzt an der Stelle wichtiger. Und es kommt Hutsasser rein. Und wahrscheinlich nochmal ein Schutzschild, ja. Hutsasser und Schutzschild. Das Hutsasser wird natürlich jetzt so gut wie gar keinen Damage bekommen. Wir haben auch leider keinen Terrorblast drauf und leider auch keine sonstige Flug-Coverage gegen dieses Hutsasser. Aber es ist erstmal okay, weil selbst wenn jetzt was schläft, muss er jetzt hier nochmal sein Dinglu reinwechseln und so, der kriegt dann jetzt ja erstmal Damage. Kriegt ja erstmal Damage. Wir können auch überlegen, hier Schutzschild erstmal zu drücken. Aber dann verlieren wir zu viel. Verlieren wir zu viel. Wir können hier in Gyarados rausgehen. Ich denke, das ist ein guter Switch. Ich glaube, das ist ein guter Switch. So, der Bedroher, wenn er natürlich jetzt rauswechselt mit Akani, ist der Bedroher erstmal sinnlos. Er geht auch raus, wahrscheinlich wieder in Dinglu. Aber wir haben halt die Schutzbrille. Und mit dem Surfer zusammen und jetzt der Kaskade mit einem harten Gyarados wird es schon guten Damage machen, denke ich. Würde mich sehr freuen, wenn er jetzt das Dragoran einschläfern würde. Und das versucht er auch. Sehr, sehr schön. Also, das funktioniert wie am Schnürchen. Klar ist jetzt erstmal in dem Fall unser Dings weg. Ihr wisst schon was, ne? Unser Rückenwind. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall super schnell.
Und wir können theoretisch uns jetzt auch setupen. Weil ich kann mir nämlich vorstellen, dass hier wieder sein Akani reinkommt. Aber sein Akani hat halt übertrieben keinen Bock auf ein Erdbeben. Und wenn wir uns jetzt hier in Ruhe setupen und uns ein bisschen Speed gönnen und so, dann kann das schon eine sehr, sehr coole Sache sein. Klar, wir damagen uns jetzt so ein bisschen selbst an die ganze Zeit. Aber das ist ja an der Stelle erstmal auch in Ordnung, weil vor dem Dinglu habe ich gerade nicht so Angst. Es sei denn, er kann Steinhagel. Dann habe ich schon ein bisschen Angst, aber auf jeden Fall nehmen wir jetzt das Akani raus an der Stelle. Sehr, sehr nice. Akani ist weg auf dem Switchen. Drachentanz, ich hoffe, der hat keinen Steinhagel drauf. Wenn er jetzt irgendwie Choice Bandit Steinhagel ist, dann gut Nacht. Dann hat er uns leider jetzt... Aber es kommt Verderben, okay. Es kommt Verderben auf den. Macht natürlich 50%. Und cool, also Pikachu steht da, drückt Mogelhieb und drückt dann einfach die ganze Zeit Surfer. Gefällt mir, jetzt kommt Flutterer rein. Also wie schnell sind wir mit Gyarados? 146 mal 1,5, das heißt 73. Wir sollten schneller sein. Wir sollten an dieser Stelle auf jeden Fall schneller sein. Und wir haben kein Schutzschild auf dem, ne? Manchmal hätte ich da doch gern ein Schutzschild, aber man braucht die Moves wahrscheinlich an dieser Stelle dann doch. Weil ich würde halt jetzt gern Surfer drücken, aber ich glaube, es ist einfach vielleicht wirklich der Donner in den Slot. Und eine Kaskade auch in den Slot. Kann jetzt nämlich Schutzschild, ich glaube, er hat den Steinhagel nicht, sonst hätte er den, glaube ich, gerade gedrückt. Und er... Tatsächlich kommt ja auch kein Schutzschild. Donnerblitz. Mein Junge. Schon mal was von Pikachu gehört? Let's go. Also gut, das ist jetzt natürlich lucky. Er dodgt auch leider jetzt an der Stelle und hat er den Steinhagel. Nee, verderben. Aber nice. Ich hoffe, dass der Choice Specs ist. Ich hoffe wirklich, dass der Choice Specs ist, weil dann muss der jetzt nämlich rausgehen. Dann muss der jetzt nämlich safe rausgehen. Und dann können wir hier nochmal einen Donner zünden. Aha, oder ist es der Donner da? Er kann halt Schutzschilden, aber ich glaube, es ist tatsächlich einfach Double Up in den Slot. Beziehungsweise drücke ich hier Eiszahn, um sein Hutsasser eventuell abzu... Er gibt auf. Let's go, Alter. Pikachu hat dem einfach gerade hopsiniert im ersten Kampf. Klar, hatte nicht so wirklich die Möglichkeiten. Ich glaube, wenn er jetzt einen Steinhagel noch gehabt hätte auf Dinglu, wäre es ein bisschen schwieriger geworden. Aber er hat einfach mit Pikachu übelst Probleme gehabt. Vor allem dann mit dem Blitzfänger am Ende. Hat er uns natürlich noch die Möglichkeit gegeben. Ich glaube, der kann da auch einfach auf Choice Specs Dazzling gehen. Verliert er nichts, holt er vielleicht sogar zwei KOs. Aber wir nehmen das jetzt einfach mal mit. Erstes Match gewonnen. Und ich würde sagen, wir gehen noch in ein zweites rein. Und wie könnte es besser passen für diese Folge? Wir kämpfen gegen Ash mit einem Pikachu. Und ich finde Pikachu auch... Obwohl, Pikachu sieht diesmal nicht so gut aus. Dinglu ist gefährlich für Pikachu. Ne? Ihr habt gesehen, wie wenig Damage wir nur noch gemacht haben. Aber trotzdem... War das ganz cool, so ein Fake-Out zu haben. Und ich überlege gerade tatsächlich, ob wir wieder mit einer Variante Pikachu reingehen. Weil der Bedroher sieht erstmal strong aus. Und gegen was der Bedroher nicht gut aussieht, also gegen Hutsasser und gegen Goldengo, sieht Gyarados eigentlich gut aus. Mit Terra, nee, der hat ja nicht Terra Boden, aber er hat zumindest ein Erdbeben, kann er da gegen Goldengo natürlich gut aussehen und so. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr nice sein kann. Chien Pao auch cool. Ich glaube, Hutsasser ist diesmal gar nicht so super schlecht. Klar, der hat, obwohl Hutsasser ist gar nicht so gut. Hutsasser ist gar nicht so gut. Ist halt gut gegen seinen Typen. Gegen seinen Pelifin. Ich nehme Hutsasser aber trotzdem mit. Einfach nur wegen Pelifin. So, wir sehen wieder Dinglu im Lead, wie vorhin. Und wir sehen Pikachu im Lead. Ich glaube, sein Pelifin wird halt auf gar keinen Fall hier drin bleiben. Weil erstens Bedroher könnte natürlich sowas wie ihr Jackpack drauf haben. Fände ich ziemlich cool. Aber ist nicht der Fall. Das heißt, wir können jetzt hier erstmal, glaube ich, relativ safe Mogelhieb in den Slot reinknallen. Weil der wird hier niemals im Leben drin bleiben. Und können hier einen Drachentanz raushauen. Der kann Akani dabei haben. Das ist ein Ding. Und das wäre auch ein sehr, sehr guter Switch. Aber dann muss er halt auch irgendwie schon Terran und er hat Akani anscheinend nicht dabei. Sonst muss er den hier vielleicht schon fast reinwechseln, auch wenn natürlich defensiv gesehen, so vom Typing her, Espinodon hier auch ein sehr, sehr guter Switch-In ist.
Und wir kriegen hier auf jeden Fall Setup Nummer 1 hin. So. Der ist zurückgeschreckt. Jetzt hätte ich wieder gerne ein Schutzschild auf Garados. Jetzt hätte ich wieder gerne ein Schutzschild auf dem. Dann könnten wir jetzt Hutsasser reinbekommen. Ich glaube, ich will trotzdem in Hutsasser vielleicht rein, obwohl... Vielleicht ist es auch einfach mal für so eine Donner-Para-Fischen. Für so eine Donner-Para-Fischen und hier einfach eine Kaskade in Dinglu reinhauen. Ich weiß nicht, wie viel der auf plus 1 macht, aber wir sind Adamant. Da kommt auf jeden Fall eine Terra. Auch spannend, was das jetzt sein wird. Ob das auf Esvinodon ist. Ne, auf dem eine defensive Terra. Terra Poison. Terra Wasser, okay. Das macht jetzt halt gar nichts mehr mit unserem Garados. Ich hätte mir auch überlegen können, Garados nochmal rauszunehmen. Können natürlich immer noch Paran. Donner misst leider schon wieder. Also wir haben halt noch keinen Donner getroffen. Schade. Ich glaube, wir waren in einer guten Situation, aber mit seinem Play hat er das jetzt auf jeden Fall wieder wettgemacht. Garados wird verfehlt, aber ich glaube, dass wir trotzdem von einem Eissplitter gleich weggehopst werden. Aber das Gute ist halt, wir können hier Ladungsstoß drücken. Und wenn ich jetzt meinen Typen hier verliere, ist es halt so. Und wir drücken hier einfach Eiszahn. Kommt nämlich der Eissplitter, genau, das hatte ich mir schon gedacht an dieser Stelle. Und jetzt können wir hier wenigstens vielleicht mit unserem Pikachu noch so ein bisschen Mehrwert rausholen, um hier vielleicht noch eine Para mitzunehmen. Weil den werden wir jetzt sehr, sehr wahrscheinlich verlieren. So, wir kriegen keine Para, was wirklich ärgerlich ist. Und der Steinhagel killt nicht, aber wir verlieren an dieser Stelle leider unser Pikachu. Denke ich, gehe auf den Ladungsstoß an der Stelle und hier für ein Schutzschild. Weil ich denke, hier kommt ein Eisterfagel auf Hutsasser, weil auf den hat er gerade gar keinen Bock. Und deswegen könnte ich mir jetzt vorstellen, dass er das Pikachu jetzt vielleicht erstmal ignoriert. Wir hätten hier auch definitiv Wutpulver drücken können, aber ich muss jetzt hier Risky Plays machen, um das eventuell noch zu gewinnen. Weil da kommt auch kein Eissplitter wie erwartet. Und eventuell kommt da einfach wieder ein Steinhagel und ein Eiszapfhagel, um den Double KO irgendwie zu holen. Wir kriegen jetzt endlich mal eine Para bei der zweiten Discharge. Und da kommt der Eisspeer. Der ist noch gefährlicher, aber wir haben die Bulky Berry. Wir haben die Bulky Berry und da kommt der Fruststampfer. Okay. Fruststampfer, um safe den KO zu holen, beziehungsweise wäre dann natürlich auch gegen Hutsasser dann noch ein bisschen besser gewesen. Und jetzt haben wir hier schon ordentlich Chip verteilt. Und jetzt können wir aber eigentlich zum Double KO ansetzen. Wir können jetzt hier einerseits die Sanktoklinge in den Slot reinjagen. Und hier können wir... Pollenknödel killt halt nicht, ne? Sanktoklinge in den. Ich gehe mal Double auf den. Auch wenn das ein dummer Play sein könnte, aber das... Also mir bringt das jetzt gerade... Ich weiß nicht, ob der Crit gemattert hat. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Mir bringt das derzeit nicht so viel wirklich... wir sind schneller, den down zu chippen, weil wir killen den nicht und der kriegt die Para. Und damit haben wir nochmal einen Switch auch abgedeckt, falls er jetzt denkt, er wechselt irgendwie nochmal in irgendwas raus. Deswegen mit Hutsasser hatte ich jetzt gerade nicht so wirklich die Möglichkeit, aber der kommt rein. Okay. Der kommt rein. Problem ist, wir gewinnen gegen den Delfin nicht am Ende. So wie wir mit dem, was wir hier gerade haben. Klar, wir können jetzt hier einen Tiefschlag drücken. Und so, das ist schon möglich. Das können wir machen. Ich denke, dass ich einfach Tiefschlag auf den reinknall und ein Pollenknödel auf mich. Und der wird mich auf den Sash bringen. Und wir können uns dann wieder hochheilen. Das ist die Idee dahinter. Und wir sind ja schneller als Dinglu, können uns jetzt mit Pollenknödel wieder hochheilen. Klar, ein Steinhagel wird uns wahrscheinlich dann auch rausnehmen ab der Range, aber es ist geparat. Okay, wir haben jetzt das Glück, das wir davor nicht hatten. Es gehört auch zu der Taktik logischerweise dazu. Und tatsächlich kommt hier jetzt die Überreste. Okay, jetzt sind wir ein bisschen in einer Situation,
die schon interessant ist. Also wir könnten jetzt sagen, wir spielen Risky und nehmen Dinglu raus mit Sanctoklinge und gehen halt rechts und teilen uns halt hoch. Das wäre schon wild. Aber ich glaube, wir verlieren vielleicht auch gar nicht so viel, wenn wir jetzt den erstmal rausnehmen. Oder? Okay, wir machen nochmal den gleichen Play. Es schutzelt mal so offensichtlich, aber er darf das eigentlich nicht machen. Wir haben über den Predict gesprochen und es gibt viele Möglichkeiten, wie er einen absolut furchtbaren Turn für ihn rausbekommt. Also die... Ich habe echt überlegt, diesen, weil er hat die Überreste, deswegen ist es für uns nicht sonderlich schwierig, diese... Er kriegt die nächste Fullpara. Das ist eine Möglichkeit, wie dieser Turn ganz, ganz furchtbar für ihn enden kann. Und ehrlich gesagt sind wir auch schneller als der. Das heißt, ich gehe jetzt hier, glaube ich, einfach für einen Eiskreisel. Und eventuell für den Pilzbauer nochmal in den Start. Weil ich kann mir vorstellen, dass er jetzt sagt, er wechselt einfach raus, weil ich die ganze Zeit nur Tiefschlag drücke. Let's go! Genau deswegen. Also, wir waren richtig weit hinten. Wir hatten viel Glück, dass wir 3 Fullpares in Folge bekommen. Habe ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nicht bekommen. Gefühlt. Und wir nehmen jetzt hier den schon mal ein bisschen KP weg und wir schläfern den vor allem ein. Und klar, gegen Goldengo hätte das nichts gemacht, deswegen war das so ein bisschen der Bait. Aber wir haben jetzt hier eine Situation, wo wir klar jetzt Schaden bekommen, auf unser Hutsasser vor allem. Aber wo wir jetzt auch die Möglichkeit haben, hier mit der Sanctoklinge und mit dem Pollenknödel den ordentlich zuzusetzen und vielleicht sogar rausnehmen an der Situation. Er bleibt auf jeden Fall drin. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel das macht. Das macht schon mal guten Damage. Das wird noch nicht reichen. Nee. Das reicht noch nicht. Und da kommt die nächste Fullpara. Oh, der wird gerade zu Hause sitzen und komplett upragen. Ne? Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. So, Sanctoklinge in den Slot. Und ich glaube, dass wir jetzt anfangen können, auch dieses Dinglu mal ein bisschen... Ich glaube, ich gehe auf den Eiszapfhagel einfach nur, weil dieses Goldengo wieder reinkommen könnte. Und jetzt fange ich an, hier auch ein bisschen reinzuhauen. Genau, weil ne, jetzt hat er wieder gedacht, oh, der geht ja auf Sanctoklinge, da bringe ich doch meinen Goldengo rein. Aber nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. Da kommt wieder der Eiskreisel. Haben wir den nächsten guten Predict gemacht an der Stelle. Und... damit sollten wir das an dieser Stelle, wenn ich mich nicht komplett irre, gewonnen haben. Und er kriegt nochmal eine Para. Ich meine, er hatte jetzt 5 Runden und hat 6 Runden und hat 4 Fullparas bekommen. Also, Aua, würde ich sagen. Großes Aua. Sehr, sehr großes Aua. Sanctoklinge kommt jetzt auf jeden Fall. Und hier können wir nochmal Pollenknödel in den Slot drücken. Und er gibt auch auf. Ich sag, klar, wir hatten jetzt sehr, sehr viel Glück, aber ich glaube, wir haben in den richtigen Momenten auch die richtigen Turns gemacht. Und ich muss sagen, wenn man Ash heißt und gegen Pikachu spielt, dann muss man irgendwie auch Pikachu diesen Win gönnen. Auch wenn Pikachu jetzt wieder nicht so super viel gemacht hat. Aber er hat die Para geholt, die dann schon gemeldet hat. Sehr, sehr cooler Kampf. Ich würde sagen, wir gehen noch in ein drittes rein und ja, versuchen einfach nochmal Pikachu mitzubringen und vielleicht noch den dritten Win zu holen. Bis gleich. So, wir sind im nächsten Matchup und wir sehen tatsächlich ein Sonnenteam, was natürlich spannend ist, weil wir haben ein Regenteam dabei. Ich glaube, dass ich mit Dragoran leaden will, weil der sieht an sich gar nicht so schlecht aus mit seinem Steinhagel. Der kann dann schon so ein bisschen überraschend sein in der Situation. Boah, ich finde irgendwie alles ganz gut von mir. Ich finde halt Regen in the back irgendwie sehr, sehr cool und sehr, sehr nice. Also genau, und ich gehe mit Dragoran rein, ich gehe mit Garados rein. Damit fange ich schon mal eine Menge ab. Und dann will ich halt mit denen in the back haben. Und ich sag halt leider, wie es ist, ne? Pikachu sieht hier nicht so gut aus. Aber es ist die Pikachu-Folge. Ich nehme den jetzt einfach mit. Ich nehme den einfach mit und versuche, den auch zum Worken zu bringen. So, wir sehen die Lead-Kombo. Die ist tatsächlich ein bisschen spannend und risky. Weil er natürlich hier mit seiner Sonne direkt reingeht und wir das allein aus diesem Grund halt gesagt haben, dass wir ein bisschen passiver spielen wollen. Wir haben ja so viele Möglichkeiten, ne?
Wen wollen wir auswechseln? Das ist erstmal die erste Frage, weil wir haben eine Brunusbeere und wir haben die Schutzbrille. Das heißt, wir können eh nicht eingeschäfert werden. Und dann denke ich mal, ist es vielleicht wirklich einfach mal einen Rückenwind setupen? Dann sind wir nämlich safe schneller danach und können hier in den rausgehen. Ich denke, das ist erstmal der passive Play. Wir hätten ja auch direkt irgendwie Setup fahren können. Wäre auch echt gar nicht so doof gewesen, ne? Setup, ja, Drachentanz wäre es vielleicht besser gewesen. Aber der Rückenwind kann uns vielleicht später noch ein bisschen weiterhelfen. Vor allem für unser Pikachu am Ende, weil der sollte dann jede Menge outspeeden. Ich glaube, mit seinem Speed sogar alles mit Energiekapsel, wenn mich nicht alles täuscht. Also im Rückenwind. Na, da kommt der Switch, ja, das macht er gut. Vor allem der Rückenwind könnte uns jetzt tatsächlich ein bisschen nerven. Da kommt Schlafbruder. In den Slot. Ah, das wäre Setup gewesen. Es wäre aber sowas von Setup gewesen. Das ist schwierig, weil wir wollen natürlich jetzt nicht unbedingt den hier in eine Drachenattacke so reinwerfen. Wir sind Terra Normal. Wir könnten erstmal passiv spielen. Er könnte den Rückenwind matchen. Wir können auch erstmal den Steinhagel rausknallen. Weil der trifft halt schon auch das reinkommende Kurtel ganz gut. Ich denke, dass ich Gyarados wieder reinhole. Einfach für den Bedroher. Plus für alles andere, was da kommen kann. Und dann erstmal den Steinhagel raus. Und ich glaube, wir hätten Turn 1 ein bisschen aggressiver spielen können. Weil er hat dann einen guten Turn bekommen, obwohl wir... Ah, Neutralschmuck. Ah, jetzt wird's langsam brenzlig. Wir hatten einen guten Lead und er hat sich relativ schnell da rausgekämpft. Ich glaube tatsächlich, dadurch, dass es auch noch Terra Stahl ist und wir Erdbeben natürlich auf unserem Gyarados haben und wir irgendwas verfehlen, ausgerechnet natürlich auch den wir nicht verfehlen sollten... Da holen wir aber wenigstens einen Flinch. Und der matcht den Rückenwind. Okay. Er matcht hier Rückenwind. Das möchte ich nicht so gern sehen. Aber das Gute ist, wir können jetzt hier natürlich einmal Drachentanz drücken. Weil da kann mir nicht so viel. Da könnte eine Breitseite kommen. Die wäre nicht schön. Die würde uns sehr weit zurückwerfen. Nochmal. Wir wurden jetzt gerade schon zwei Turns hintereinander sehr weit zurückgeworfen. Aber so eine Breitseite wäre... sehr, sehr stark. Aber ich glaube, wenn wir hier jetzt eventuell ein Drachentanz rausbekommen und danach Erdbeben, Turbo-Tempo, das kann schon gut Damage machen. Auf plus 1. So, da kommt die Breitseite. Ja, er hat genau die Taktiken gerade, die mich echt sehr, sehr stark zurückwerfen. Schlafpuder immerhin. Schutzbrille, sehr schön. Ja, das hätten wir eigentlich Turn 1 machen sollen. Das, was wir gerade machen, hätten wir Turn 1 machen sollen. Sind wir zwar schneller. Das war's aber auch. So, Steinhagel kommt. Macht okayen Damage auf minus 1. Ich überlege, ob ich auf plus 2 gehe. Und hier nochmal einen Steinhagel drück. Einen Drachentanz. Ich glaube, das versuche ich. Ich gehe hier auf plus 2. Er wirft den zurück. Holt jetzt hier wahrscheinlich seinen Attack Boost raus. Ja. Oder ist es. Ja, ist. Ich weiß gar nicht, wie das mit Rückenwind ist, ob er jetzt zwangsweise einen Speed Boost bekommt, weil sein Speedwert ja derzeit schneller ist. Scheint so zu sein. Er kriegt zumindest den Initiative Boost. Das heißt, er bleibt dann auch auf plus 2 schneller und das macht ja unfassbaren Damage. Ja, das ist. Also, der nimmt mich ja gerade ordentlich hops. Der liest mich tatsächlich. Also. Wie gesagt, ich finde, wir hatten wirklich einen guten Lead. Und er ist jetzt natürlich auf Initiative Boost plus Rückenwind. Und damit hat er natürlich jetzt alle Möglichkeiten hier, meinen Gyarados rauszunehmen. Ich gehe trotzdem nochmal auf den Erdbeben. Wir hätten eben aufs Erdbeben gehen sollen, auf plus minus 0. Wäre das schon okayer Damage gewesen. Wenn er jetzt natürlich... hier die, eigentlich hätte ich jetzt auch nochmal auf Rückenwind gehen sollen. In meinem Kopf passiert gerade so viel. Aber ist trotzdem cool zu sehen, dass er so gut spielt. Ist ja auch immer schön, wenn man gegen Gegner spielt, die wirklich die Turns einfach schön
clean hintereinander runterspielen und da auch wirklich, obwohl man jetzt nicht die Sets drauf hat, die man so erwarten kann, da schon dir den Wind so sehr aus den Segeln nehmen kann. Da kommt nochmal die Breitseite, kommt nochmal der Angriffsstop, dadurch sind wir jetzt auf minus 2. Das heißt, der Steinhagel wird jetzt an dieser Stelle so gut wie gar nichts mehr machen. Tatsächlich ist Kurte schneller im Rückenwind. Das ist ja auch etwas. Das heißt, der ist ein bisschen Speed invested auf jeden Fall. So, Rückenwind da weg. Und jetzt kommt Pikachu rein. Ich glaube, wir hätten gerade vielleicht dann doch nochmal den Regen rausholen sollen früher. Aber wir sind jetzt hier schon so far behind. Wenn ihr mich jetzt fragt, ne, wie hätte ich das sonst spielen sollen, habe ich euch, glaube ich, schon viele Lösungen so ein bisschen gegeben. Ich weiß nicht, was ich hier noch machen soll. Ich kann hier nochmal auf den Ladungsstoß gehen und hier auf Terra Boden, aber der schläft halt safe eine Runde. Ich denke, dass ich das probiere. Ja, er holt den nochmal raus. Ich probiere jetzt hier nochmal irgendwie zu überleben und vielleicht zwei Paras rauszuholen. Was eine Idee wäre. Aber genau, wenn ich es nochmal spielen würde, würde ich tatsächlich Turn 1 ein bisschen aggressiver spielen. Ich hatte den Lead Advantage, würde ich sagen. Und dann hätte ich einfach direkt setupen können. Und dann hätte das Gyarados wahrscheinlich ein bisschen mehr gemacht, auch wenn da Breitseite auf dem Dings drauf ist, mit Neutralschmuck auf dem Donnermichel, Donnersichel. Na, jetzt gibt er uns dann doch nochmal eine Möglichkeit. Ladungsstoß kommt. So. Wenn wir hier die Para holen. Nee. Okay. Ladungsstoß Rundumschutz, falls jetzt ein Switch und eine Hitzewelle kommt, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann. Weil er dann direkt die Sonne wieder rausholt und unser Pelipper ein bisschen unschädlicher macht. Plus natürlich sein Juju will jetzt auch nicht im Regen ungefähr sein. Wir wachen auf, aber er wechselt nicht. Breitseite. Kommt jetzt einfach eine Hitzewelle oder kommt ein Dark Pulse? Bitte kommt einfach eine Hitzewelle. Sind schneller als Juju, der ist nicht Max Speed. Ich glaube, der kommt auch auf 156. Kriegen wir jetzt mal eine Para? Nee. Ey, ich sag jetzt am Ende. Gab's da schon den Moment, wo er, glaube ich, ein bisschen nicht nervös wurde, aber wo ich sage, da kann man jetzt auch nochmal einen anderen Turn machen. Weil wir sind schneller und mit der Para hätten wir hier schon nochmal einen Plot-Twist halt machen können. Jetzt ist es relativ egal, was wir machen, weil wir es verloren haben. Aber trotzdem war es ein cooler Kampf. Ich finde, sehr, sehr gut gespielt von der gegnerischen Seite. Sehr, sehr viele Möglichkeiten, die man bei mir jetzt sieht, wie man sein Lead besser ausnutzen kann, aber trotzdem fand ich, waren das drei sehr, sehr coole Kämpfe. Wenn ihr das auch findet, natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen, würde ich mich sehr drüber freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao.